Herzlich willkommen zu unserem Leadership Alumni Event. Die Philosophie in der Krise zur Rolle und Verantwortung von Philosophen in Krisenzeiten. Es ist eine Weile, dass wir uns in der Alumni Gruppe gesehen haben. Und es wird jetzt wieder Zeit, auch wenn wir es jetzt noch nicht physisch wieder on-site machen können. Ich freue mich aber, euch, Sie in so zahlreicher Form heute digital begrüßen zu dürfen. Was wir heute gerne diskutieren wollen mit euch ist, wie wir mit der Philosophie zusammen durch die Krise gekommen sind oder vielleicht auch nicht durch die Krise gekommen sind. Die letzten anderthalb Jahre waren hart für uns alle und noch mehr für diejenigen, die Entscheidungen in Echtzeit treffen mussten. Also die das Krisenmanagement direkt gemacht haben, die die Krisenkommunikation direkt gemacht haben. Und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, ist unglaublich schwierig. Hinterher ist man immer schlauer. Und die Frage, die wir uns stellen wollen mit Nikhil zusammen, ist, welche Rolle kann die Philosophie bei solchen Entscheidungen in solchen Krisenzeiten spielen? Also Philosophie in Echtzeit mit allen damit verbundenen Herausforderungen. Und ich könnte mir wirklich kaum jemanden vorstellen, mit dem man das besser diskutieren kann, Nikhil, als mit dir. Denn du bist der Geschäftsführer des interdisziplinären Masterstudiengangs Philosophie, Politik, Wirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und nicht nur das, sondern du bist auch Mitbegründer des Solon Center for Policy Innovation in München, an dem Strategien für den Umgang mit wichtigen Zukunftsfragen erarbeitet werden. Du hast dich in der Krise selbst häufig zu Wort gemeldet, zu Beginn der Krise gewarnt, das eine Mal und andere Mal auch kritisch dich geäußert zum Krisenmanagement auch der Bundesregierung. Du hast viel über Risikomanagement geforscht, schon vor der Krise und natürlich jetzt in der Krise auch in Echtzeit weiter geforscht. Du hast zwei Bücher auch geschrieben und darauf hatten wir auch schon hingewiesen, als wir unsere Einladung versendet haben. Und zwar das Die 10 Gebote des gesunden Menschenverstands 2017 und jetzt in der Krise, für die Krise, Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit. Und genau darüber möchten wir diskutieren mit dir. Und wir machen das so, dass wir zu Beginn einen Vortrag von dir hören zu dem Thema und dann aber auch richtig in die Diskussion einsteigen wollen. Unsere Alumni sind sehr diskussionsfreudig. Alle haben sich vorbereitet, alle haben den Textauszug auch gelesen und freuen sich also mit dir richtig in die Diskussion einsteigen zu können. Ich würde noch einen ganz wichtigen Hinweis auch geben. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf, aber nur zum Teil. Und zwar den Teil, in dem Nikhil uns einführt in die Thematik, also in die Philosophie und das Krisenmanagement und die Diskussion hinterher, die zeichnen wir aber nicht auf, weil wir eine Sache wirklich immer sicherstellen wollen in unseren Veranstaltungen und das ist ein Safe Space, in dem ihr und unsere Redner ganz offen sprechen könnt und über Erfahrungen euch austauschen könnt, ohne die Angst oder die Gefahr besteht, dass das hinterher überall geteilt wird. Also die Diskussion bitte ist Chatham House, wie wir es immer machen. Und den Teil werden wir eben nicht aufzeichnen. So, jetzt, das war eine lange Vorrede und jetzt sind wir ganz gespannt, Nikhil, auf das, was du uns mitgebracht hast und das, was wir von dir lernen können, um dann hinterher zu diskutieren. Okay, vielen Dank, Stormy. Vielen Dank in die Runde für die rege Teilnahme und das Interesse und auch schon für die Fragen und die Kritik, die kommt. Ich würde jetzt als erstes mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Das hat vorhin geklappt, das sollte jetzt auch funktionieren. Es wurde ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Teil unseres Buches, nämlich die
Gebote einer Philosophie in Echtzeit, das wurde verschickt. Und ich habe jetzt in meiner kurzen Präsentation nicht beabsichtigt, das nochmal zu resümieren, sondern wollte dezidiert auch eben andere Aspekte setzen und mich ein bisschen strikter auch orientieren an dem Titel der Veranstaltung, nämlich die Philosophien der Krise. Fragezeichen, also es wäre zu diskutieren, das können wir gleich zusammen diskutieren. Und zur Rolle und Verantwortung von Philosophen und Philosophinnen in Krisenzeiten. Also das wäre mein Thema. Die Agenda sieht folgendermaßen aus. Also ich werde nach einigen Vorbemerkungen zu meinem eigenen Engagement und dem Engagement des Solon Centers auf die Verantwortung der Philosophie eingehen. Also warum sollten sich Philosophinnen und Philosophen eigentlich äußern? Dann werde ich auf die Thematik der Philosophie in der Krise zu sprechen kommen und auch fragen, wie haben sich eigentlich Philosophinnen und Philosophen geäußert? Und dann einige Thesen in den Raum stellen, über die wir dann wahlweise diskutieren können. Zum Hintergrund, ich habe mir die Covid-Krise relativ früh angeschaut. Also eigentlich war der Startschuss schon da gesetzt, als die ersten Informationen zur Pandemie veröffentlicht wurden. Besonders alarmiert wurden wir dann durch das Verhalten Chinas Richtung Mitte, Ende Januar. Ich habe dann auch mal, nur um das gesagt zu haben, auch auf Twitter einen Tweet abgesetzt, wo ich gesagt habe, es gibt eben Studien, die darauf hindeuten, dass wir es mit einer sehr viel schwerwiegenderen Krise zu tun haben, als man das im Westen angenommen hat. Das ist eigentlich auf fruchtlosen Boden gefallen. Hier sieht man am Datum, das war der 31. Januar 2020. Da haben sich viele andere Expertinnen und Experten noch sehr, sehr deeskalierend geäußert. Und Adriano Manino und ich, also mein Co-Autor und ich, haben uns dann zusammengetan, weil wir gesagt haben, das kann so nicht mehr weitergehen. Man muss jetzt wirklich inständig warnen vor einer möglichen Krise, die aufzieht. Wir hatten vorher ein Institut gegründet, das Stormy schon angesprochen hat. Das ist das Solon Center for Policy Innovation, das angegliedert ist an einer Stiftung im Süden von München. Dort haben wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Ziel hatte, Strategien zur Bekämpfung der Covid-19-Krise in Deutschland zu erarbeiten und Initiative, Politikberatung und Medienarbeit zu leisten. Wir haben dann in dem ersten Schritt ein sehr, sehr umfangreiches Dossier erarbeitet, das wir an alle Mitglieder des Deutschen Bundestags verschickt haben, an alle Ministerinnen und Minister, an die Bundeskanzlerin und so weiter und so fort, auch natürlich an einschlägige Journalisten, alle die Kontakte, die ich eben hatte zu der entsprechenden Zeit. Und zu unserem Erstaunen und Entsetzen hat sich fast niemand daraufhin zurückgemeldet. Und diejenigen, die das getan haben, mit denen wir im Gespräch waren, die haben dann gesagt, also naja, ihr seid ja irgendwie so ein bisschen Panikmacher und wahrscheinlich auch Verschwörungstheoretiker und vielleicht sind da auch irgendwie rechtsideologische Motive damit dabei. Die AfD, möchte ich nur mal zu erinnern geben, hatte am Anfang der Covid-Krise eine sehr, sehr ähnliche Position wie die, die wir vertreten haben, nämlich dass man erstmal schauen sollte, dass man die Grenzen zumacht und Sicherungsmaßnahmen ergreift. Und natürlich deswegen, weil populistische Parteien gerne eben auf solche Themen draufspringen und alarmierend sind und warnen. Ich würde vermuten, dass die keine besonderen Informationen dazu hatten, sondern das eben aus populistischen Motiven heraus gemacht haben. Wir dagegen haben uns informiert bei den entsprechenden Expertinnen und Experten, insbesondere im ostasiatischen Raum, also das heißt namentlich in Korea und in Taiwan. Da wurde die Lage ganz anders eingeschätzt. Wir haben das hier, da sieht man, dass das sind die ersten Slides unserer Slideshow, die wir verschickt haben, strukturiert für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zusammengestellt. Wir haben dann auch Aufsätze geschrieben. Das war ein Artikel im Fokus. In einem kleinen Schweizer Online-Magazin kam ein Artikel raus und dann erst folgten wirklich die entsprechenden Leitmedien. Das war der erste wirklich sehr kritische Gastbeitrag in der FAZ, der erschienen ist, den wir geschrieben haben. Ich war dann später eingeladen, um mit dem Leiter des Wissensressorts oder Wissenschaftsressorts der FAZ zu diskutieren. Der hatte eine ganz andere Einschätzung als wir zu der Zeit. Und über den Verlauf der Krise gab es dann eben noch einige andere Medienbeiträge, die wir geleistet haben. Im April haben wir uns dann eine kurze Auszeit genommen und das Buch geschrieben, Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit, um einfach mal zusammenzutragen, was unsere
kernpunktmäßigen Erkenntnisse waren und wie wir raten würden, der Öffentlichkeit und der Politik über die Krise zu sprechen. Und das hat eine gewisse Resonanz gefunden, aber es wurde sehr, sehr, also wenig detailspezifisch rezipiert. Und ein Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass wir sehr, sehr viele der Punkte, die verpatzt wurden, noch zu diesem Zeitpunkt in dem Buch eigentlich schon antizipiert hatten. Ja? Das ist jetzt nichts, was ich mir selbst als Arbeitsleistung zurechnen würde, sondern wir hatten ja ein ganzes Team, auf das wir zurückgreifen konnten. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die da in dem Team mitgewirkt haben, haben uns auf entsprechende Ideen gebracht auch, die wir in dem Buch aufgegriffen haben. Um nur ein Beispiel zu geben, wir haben gesagt, dass wir uns in der gegenwärtigen Katastrophenlage das Risiko nicht leisten können, nach der erfolgreichen Entwicklung eines Impfstoffs auf die Einrichtung von Produktionskapazitäten warten zu müssen. Das ist dann genau das gewesen, was passiert ist. Also der Impfstoff wurde erforscht. Es gab dann auch also entsprechende positive Studien. Also das gilt jetzt namentlich für die mRNA-Impfstoffe, aber auch für die anderen, für die Vektorimpfstoffe. Und es wurde dann später, und das finde ich schon ziemlich erstaunlich, ja, namentlich von Frau von der Leyen eingeräumt, dass man hier im Grunde genommen die Frage der Erforschung stark priorisiert hat und die Frage der Produktion aber depriorisiert hat. Also das hat man schlicht verschlafen. Hier hätte man, und das haben wir sehr früh schon empfohlen, parallel zur Erforschung der Impfstoffe, die ja sehr, sehr früh schon vorlagen, als Blaupause zumindest, man hätte parallel zu der Erforschung der Impfstoffe die Produktion schon anschmeißen müssen, auf die Gefahr hin, dass diese Investitionen verloren gewesen wären. Einfach deswegen, weil die Investition vergleichsweise gering war und der also ökonomische Schaden, den man damit hätte unter Umständen abwenden können, astronomisch. Und genauso ist es gekommen. Ein weiteres Beispiel, wir haben uns dann im Winter mit den Mutationen befasst und haben sehr früh vor der B.1.1.7-Mutante gewarnt. Also es gab ja dann am ich meine, es war der 18. Dezember, spätestens der 20. war es, einen Bericht einer Beratergruppe also der UK-Regierung. Und die hat gesagt, also wir haben eben diese neue Alpha-Mutante, damals hieß sie noch 1.1.7-Mutante, und die scheint deutlich ansteckender zu sein. Was wir gemacht haben, ist eben, wir haben uns angeschaut, Worst-Case-mäßig, was würde das bedeuten? Und sind davon ausgegangen, dass sich der Reproduktionswert erhöht und haben dann eine Projektion gemacht mit einer relativ simplen Excel-Tabelle, die dann folgenden Verlauf ergeben hat. Und das Faszinierende ist, wenn man sich die tatsächliche Zahlenkolonne dann anschaut, das kann man sich ja einfach ziehen von Our World in Data, ja, dann war der Verlauf praktisch identisch. Und auch den Punkt des Anstiegs, den wir vorhergesagt haben, also der liegt ja hier in Kalenderwoche 8, 9, ja, in diesem einen Szenario, den haben wir hier ziemlich genau getroffen. Also der lag sogar noch ein bisschen weiter vor dem Punkt, den wir vorhergesagt haben. Wir sind davon ausgegangen, dass es so Ende Februar, Anfang März wieder nach oben geht. Und das ist genau das, was tatsächlich dann in den Daten sichtbar war. Aber zurück zum Thema. Ich wollte ja sprechen über die Verantwortung der Philosophie. Und die erste Frage, die sich natürlich dann stellt in diesem Zusammenhang, ist, warum sollte sich die Philosophie eigentlich äußern in einer Krise wie der Corona-Krise? Und ich würde jetzt die These in den Raum stellen, dass die Philosophie über einschlägige Expertise verfügt und daran auch ein gesellschaftlicher Bedarf besteht. Und das mag verwundern, das hat auch viele Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftsjournalismus verwundert, dass ich diese These formuliert habe, relativ frühzeitig im Gespräch mit denen, als die Corona-Krise anfing, weil die gedacht haben, das sind doch eigentlich unsere Experten. Ja, also zwei Virologen und hier ein also hochrangiger Seuchenschützer, die müssen doch eigentlich uns sagen, wie man mit einer Viruskrise umgeht. Und ich möchte nur darauf hinweisen, das ist wahrscheinlich auch wieder in Vergessenheit geraten, dass von denen zu der entsprechenden Zeit, als wir auch in Diskussion getreten sind mit dem Journalismus und mit der Politik, dass die sich noch so geäußert haben. Also Christian Drosten hat in Folge 2 seines Coronavirus-Updates gesagt, als der Shutdown eine Woche bevorstand in Italien,
Ja, also ich würde natürlich nach Italien reisen. Ja, wurde gefragt, besteht denn da eigentlich Gefahr? Und das war seine Antwort. Henrik Streeck hat in einer Talkshow gesagt, das Coronavirus ist bei weitem nicht gefährlicher als die Grippe. Das war am 28. Januar 2020, als in China, in Wuhan, der Lockdown schon vollzogen war. Beziehungsweise man muss eigentlich unterscheiden zwischen einem Lockdown und einem Shutdown. Das war im Prinzip ein Shutdown, den die gemacht haben. Also ein sehr, sehr hartes Vorgehen. Die haben ja wirklich also das Schweißgerät an den Türen eingesetzt. Und Lothar Wieler hat sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch sehr, sehr deeskalierend geäußert, gesagt, Deutschland ist absolut gut vorbereitet und die Gefahr für Deutschland sei absolut gering. Wenig später, nämlich weniger als 2 Monate später, hat sich dann die Einschätzung stark geändert. Lothar Wieler sagte, wir sind in einer Krise, deren Ausmaß ich mir nie hätte vorstellen können. Und auch die Körpersprache und insbesondere die Mimik hat sich etwas verändert. Das kann man hier sehen. Ja, was ist jetzt die Expertise, die Philosophie hat? Das ist zum einen rationale, moralisch vertretbare Entscheidungsfindung und zum anderen ist es rationale Urteilsbildung, insbesondere die Identifikation von Denkfehlern. Das gehört in den Bereich der logischen und Argumentationstheorie und die Reflexion und Funktionsweise epistemischer Systeme. Ich werde da jetzt relativ schnell drüber gehen und einfach nur einige gewissermaßen Highlights mit einer roten Flagge versehen, die ich extrem wichtig finde und die in der öffentlichen Diskussion noch immer sehr, sehr wenig verbreitet sind. Was ist das? Das ist im Bereich der Entscheidungsfindung das Prinzip der Risikoabsicherung. Jede ernstzunehmende Entscheidungstheorie und Ethik muss ein Prinzip der Risikoabsicherung enthalten und das sollte mindestens die folgenden Fragen aufwerfen. Welche Schadensszenarien können denn eigentlich eintreten? Das sind die Bad Cases und insbesondere der Worst Case. Frage 2, wie kann ich mich dagegen absichern? Die Frage 3 wäre, was würden absichernde Maßnahmen mich kosten? Ne? Und die Handlungsleitlinie ist dann, je höher der mögliche Schaden, je höher die Schadenswahrscheinlichkeit und je kostengünstiger und effektiver die Maßnahmen zur Absicherung sind, desto eher muss ich mich rationalerweise absichern. Also diese 3 Aspekte, die sollten in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden. Was aber stattdessen passiert ist, ist, dass Urteile quasi beliebig gebildet wurden und auch von Expertinnen und Experten aus anderen Bereichen, die mit solchen Aspekten nicht vertraut sind. Und da ist ziemlich viel schiefgegangen. Das deckt man auf in diesem anderen Bereich, wo es um die Urteilsbildung geht. Hier gibt es einige Denkfehler. Ich möchte jetzt einfach nur also illustrierend den einen oder anderen beschreiben. Das ist zum einen Scientismus. Es wurde gesagt, ja, wir müssen ja nur auf die Wissenschaft hören. Es wurde komplett ausgeblendet, dass die Wissenschaft uns ja eigentlich nur sagen kann, was Sache ist und dass die Frage der Entscheidungsfindung in einem komplett anderen Bereich liegt. Ne? Das ist nämlich Entscheidungstheorie und Ethik. Man könnte sagen eben auch vielleicht normative Ökonomik, also Wirtschaftswissenschaft. Und das ist ein ganz anderer Bereich, zu dem ein Virologe oder ein Epidemiologe und eine Epidemiologin überhaupt nichts zu sagen haben eigentlich. Also beziehungsweise, die können sich natürlich äußern, jeder kann sich äußern zu allen Fragen, aber die sind natürlich keine Expertinnen und Experten. Soziale Heuristiken, der Taube läuft dem Blinden hinterher, das ist einfach das Phänomen, wenn einfach noch niemand etwas gesagt hat und sich nicht kritisch geäußert hat, dann neigt man dazu, der Herde zu folgen und das auch nicht zu tun. Und dann, wenn sich alle kritisch äußern, dann macht man das plötzlich auch. Ne? Das ist auch ein irrationales Vorgehen, denn man sollte sich natürlich auf die Sachlage konzentrieren und es sollten die inhaltlichen Argumente sprechen, nicht einfach nur die Masse und so weiter und so fort. Über die anderen Aspekte könnte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen. Es gibt übrigens auch noch ja, dieses andere Buch, auf das Swami hingewiesen hat. Das sind die 10 Gebote des gesunden Menschenverstands. Hoppala, das ist jetzt ein bisschen verblurrt. Aber da kann man sehr detailliert nachlesen, welche Denkfehler es denn gibt. Gut, der zweite Punkt ist dann ja, Philosophie in der Krise. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie haben sich Philosophen und Philosophen denn eigentlich geäußert? Ich möchte nur ein Beispiel geben. Das war Richard David Precht, der hat ja ganz zu Beginn der Krise gesagt, also die Corona-Infektion sei ja was vergleichsweise Harmloses und die Leute verschätzen sich einfach immer, wenn es um Risiken geht. Und auch in diesem Fall, da möge man sich bitte nicht so aufregen. Und dann hat er sich mit dieser Einschätzung mehr oder weniger verheiratet und hat dann, als der
Lockdown dem Ende zuging, der erste Lockdown, sich auch nochmal geäußert und hat gesagt, naja, also ich nehme jetzt meine Einschätzung nicht zurück, sondern die Gesellschaft hat halt überreagiert und das ist das, was wir jetzt im Moment bemerkt haben. Ne? Also er sagte, angesichts von derzeit wenigen 100 Menschen, die in Deutschland wirklich mit Corona zu kämpfen haben, muss man sich schon überlegen, wie weit man das gesamte öffentliche Leben weiterhin so einschränken sollte und so weiter und so fort. Ne? Also da wird natürlich komplett ausgeblendet, dass ohne die Maßnahmen es jetzt nicht wenige 100 Menschen gewesen wären, sondern eben also um Größenordnungen mehr unter Umständen, wie das ja in anderen Ländern, wo die Corona-Krise komplett aus dem Ruder gelaufen ist, eben auch der Fall gewesen ist. Was hätte man stattdessen machen müssen? Wir haben von Anfang an für eine Worst-Case-Analyse plädiert. Die hätte folgendermaßen aussehen können. Die Technik, die dem zugrunde liegt, nennt man Pre-Mortem-Analyse. Man stellt sich vor, nicht der Patient ist schon gestorben und wir schauen im Nachhinein irgendwie, was war da das Problem, sondern wir stellen uns, bevor etwas schiefgegangen ist, schon vor, was alles hätte schiefgehen können. Das hätte man im Januar 2020 schon machen können. Und zwar wie? Wir stellen uns einfach vor, jetzt, wir sehen die Bilder aus Wuhan und in ein paar Monaten ist das Virus durch die ganze Welt gegangen und hat viele Millionen Tote und einen enormen ökonomischen Schaden verursacht. Was ist denn da wahrscheinlich dann schiefgegangen? Ne? Und da kommt man auf eine ganze Liste von Dingen, die schiefgehen müssen. Zum einen, das Virus ist ja ansteckend und gefährlich. Jetzt kann man sich dann fragen, in der Situation, Januar 2020, können wir das ausschließen? Da konnten wir keinen Haken an die Box machen. Ne? Also das war einfach nicht auszuschließen und vor allem das Verhalten Chinas hat darauf hingedeutet, dass man das nicht ausschließen konnte. Dann haben wir gesagt, okay, aber auch wenn es ansteckend gefährlich ist, es gab ja auch die erste SARS-Epidemie, da hat man das Virus ja immerhin kontrollieren können, wobei das natürlich ist nachher gar nicht so richtig klar. Also es war schon auch viel Glück mit dabei. Bei der Kontrolle der ersten SARS-Pandemie. Das sei jetzt mal hier ausgeblendet. Also die Annahme, die man treffen muss natürlich, wenn das Virus ansteckend gefährlich ist, ist, China hat es aber im Griff. Ne? Also das wird das Land nicht verlassen und entsprechend ausbrechen. China wird die Welt informieren, entsprechend auch zusammenarbeiten mit der WHO und so weiter. Und wir haben auch dafür keine Belege gesehen. Also uns schien es nicht so, als ob man das in China im Griff hat. Und darauf konnte man schließen, indem man sich angeschaut hat, wie das in angrenzenden Ländern, wie beispielsweise, das habe ich ja schon erwähnt, Korea, Südkorea und Taiwan gelaufen ist. Also die haben im Prinzip einfach die Grenze zugemacht zu China und haben die Reisetätigkeit komplett eingeschränkt und deswegen haben die keine Infektionen dort gehabt. Dann der dritte Punkt, naja, aber die westlichen Länder könnte man jetzt annehmen, die würden doch darauf achten, irgendwie durch Grenzkontrollen das entsprechend einzuschränken, dass das Virus eingetragen wird. Auch dafür haben wir keine Belege gesehen. Ne? Also die westlichen Länder haben es im Wesentlichen verpasst, das Virus aufzuhalten. Die haben dafür plädiert, dass man Flüge, und das habe ich auch in diesem Tweet gesagt, den ich gezeigt habe, Ende Januar schon, dass man Flüge einfach vorübergehend streicht. Ne? Also das hätte natürlich erfordert, dass man bereit gewesen wäre, sehr vielen Leuten vielleicht, also eine fünfstellige Zahl von Menschen, an der Grenze aufzuhalten, die in Fieberkliniken zur Quarantäne einzuweisen und so weiter und so fort. Also es wäre nicht kostenlos gegangen, aber es hätte natürlich uns die sehr, sehr hohen Kosten am Anfang der Pandemie weitgehend erspart. Dann Behörden und Bevölkerung unterschätzen die Gefahr, aber auch das konnten wir nicht ausschließen, dass wichtige Medizinprodukte fehlen. Also davon waren selbst wir überrascht, also dass so Cent-Produkte wie Masken dann plötzlich nicht da sind, dass sich herausstellt, dass die Intensivkapazitäten so knapp sind, dass auch da, wo Intensivkapazitäten vorhanden sind, Betten teilweise nicht bepflegt werden können. Das waren alles Punkte, die man, also das hat sich ziemlich früh abgezeichnet, dass man das eben entsprechend auch nicht ausschließen konnte. Okay, das bringt mich schon zum Ende. Das sind meine Thesen zur Diskussion. Ich glaube also, dass die Philosophie einiges anzubieten hat. Allerdings sollte innerhalb der Philosophie, und dafür plädieren wir auch in dem kleinen Covid-Büchlein, nach Impact entsprechend priorisiert werden. Also es gibt einfach Dinge, die in der Welt passieren können, die einen sehr, sehr hohen Impact haben. Das sind insbesondere
Katastrophenszenarien und die sollten in der philosophischen Forschung entsprechend priorisiert werden, weil sie einfach praktisch wichtiger sind als andere Dinge. Das heißt nicht, dass es das einzige Kriterium sein muss. Also man kann auch noch Kant und Helling, Schelling und Hegel lesen. Aber wichtig ist schon, dass die Philosophie sich auch in den Dienst der Sache stellt und entsprechend auch relevante Erkenntnisse für die Gesellschaft liefert. Dann innerhalb der Philosophie, wer eine entsprechende Expertise besitzt, hat auch eine Verpflichtung, sich zu äußern, würde ich sagen. Deswegen haben wir uns auch geäußert. Das ist das Selbstverständnis einer verantwortlichen Person, würde ich mal sagen. Und spiegelbildlich dazu gehört auch, dass man sowas wie das, was Herr Brecht gemacht hat, was ich beschrieben habe, aber das gilt auch für viele andere Menschen. Wer keine entsprechende Expertise besitzt, hat auch eine Verpflichtung, sich nicht zu äußern. Und zwar nicht als Experte oder Expertin. Das Problem, das wir haben, ist eben, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die also eine große Plattform haben, die also ihnen keiner neiden möchte. Aber ich würde sagen, er ist einfach niemand, der sich mit Ethik und Entscheidungstheorie so weit auseinandergesetzt hat, dass er sich wirklich kompetent zu diesen Fragen hätte äußern können. Er ist gut, wenn es darum geht, zu erklären, wie die Philosophiegeschichte sich abgespielt hat. Er hat auch also einige Vorzüge, die ich ihm gar nicht absprechen möchte, aber in diesen Fragen ist er einfach fehl am Platz. Und man sollte Sokrates Vorbild folgend eben wissen, wenn man nicht weiß, und das dann eben auch entsprechend konsequent umsetzen. Auf Ebene der Gesellschaft. Die Gesellschaft sollte einfordern und unterstützen, dass das entsprechend in der philosophischen Community auch umgesetzt wird. Also man kann ja auch Forschungsförderungsinstitutionen beispielsweise danach also unterstützen, wie weit sie den Impact-Kriterien folgen. Das Problem ist, dass man, wenn man jetzt einen Antrag zum Beispiel zur Deutschen Forschungsgemeinschaft schickt, dann wird natürlich das begutachtet von anderen Philosophinnen und Philosophen. Die haben halt eben einfach idiosynkratische philosophische Interessen. Also da wird nichts im Bereich Risiko- und Katastrophenethik im Moment gefördert. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ne? Also können Sie mich korrigieren, wenn Sie da andere Informationen haben. Aber das spielt einfach im Moment keine besonders große Rolle. Und das sollte sich ändern. Die Gesellschaft hat hier einen gewissen Hebel. Und die Politik und auch die Bürgerinnen und Bürger können sich natürlich da auch kundig machen, was da gefördert wird. Und das sollte entsprechend geändert werden. Und dann sollte natürlich auch die Konsequenz gezogen werden, dass die Erkenntnisse in der Philosophie nicht rein akademisch bleiben, sondern wirken, und zwar auf der Ebene der einzelnen entscheidenden Person. Man muss jetzt nicht irgendwie ein studierter Philosoph oder eine Philosophin sein, wenn man entscheidet. Aber zumindest ein risikoethisches Grundverständnis sollte vorhanden sein. Also es sollte einfach bekannt sein, es gibt eine Disziplin, die sich mit entsprechenden Fragen von Relevanz auseinandersetzt. Und diese Kompetenz sollte dann auch entsprechend eingeholt werden. So, das habe ich, glaube ich, ein bisschen überzogen. Wollte noch darauf hinweisen, es gibt eine Website, die das Solon Center for Policy Innovation hat, da steht jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drauf, außer unserer allgemeinen Mission, aber das wäre so ein gewisser Bezugspunkt. Sie können meinem Kollegen Hermann Nimo schreiben, Sie können auch mir schreiben, nikki.mukherjee@parmenides-foundation.org, und ich freue mich natürlich über jede Art von Anregungen, vielleicht also auch Kritik und Einwände gegen das, was wir tun. Wir versuchen immer besser zu werden und genau, sind dankbar für jede Art der Unterstützung dafür. Gut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wusste ja schon vorher, warum wir dich eingeladen haben, und jetzt weiß ich es noch mehr. Ich hätte selber schon eine ganze Palette an Dutzenden von Fragen an dich, aber ich hatte ja schon die Gelegenheit, im Vorgespräch lange mit dir zu reden und zu diskutieren. Deswegen will ich das gar nicht weiter dominieren, sondern gleich den Raum unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern geben. Und ich sehe auch schon also Jan, ich dachte, da ging gerade die Hand hoch, und ich wollte schon sagen, Feuer frei. Nee, Jan? Juan oder? Ich dachte, ich hätte auch Jan gesehen als erstes, aber vielleicht habe ich mich vertan. Dann ist Jan geblieben. Juan. Achso, nee, wenn Jan zuerst war, weil ich dachte. Nein, Juan, bitte. Okay, dann, wie stellen Sie es sich genau vor, dass die Philosophie nach Impact priorisiert? Anders gesprochen, wer ist der oder die die Philosophie dazu bringt, nach Impact zu priorisieren? Und das hat mit meiner zweiten Frage zu tun.
Sie stellen die Philosophie dar, als wäre die Philosophie ein einheitliches Gerüst. Aber ich meine, ich habe Philosophie studiert und es gibt Menschen, die sich mit Philosophie der Mathematik auseinandersetzen, mit Sprachphilosophie, mit normativer Ethik, mit deontischer Ethik. Es gibt ja, also es ist, zumindest gibt es sogar zwei Traditionen, kontinental und analytisch. Ich meine, es scheint mir alles andere als ein einheitliches Gerüst oder eine einheitliche Tradition zu sein. Genau, wie stellen Sie sich das vor und oder wie definieren Sie das, was Sie Philosophie nennen, wenn Sie es als etwas Einheitliches beschreiben? Juan, kannst du auch noch sagen, wer du bist, dich kurz vorstellen, damit wir wissen, wer... Ich bin Tech-Lead in einer Legal-Tech-Startup und ich habe unter anderem analytische Philosophie studiert und auch Jura und andere Dinge. Okay, danke. Wir waren beim Du, würde ich sagen, oder? Also, wenn das für alle in Ordnung ist. Die ganze Runde, ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Philosophie ist natürlich jetzt nicht ein monolithischer Block. Es gibt, also für diejenigen, die also die Philosophie vielleicht eher aus der Außenperspektive wahrnehmen, es gibt innerhalb der Philosophie so eine ganz grobe Trennung, die man machen kann zwischen analytischer Philosophie, die jetzt also Juan schon angesprochen hat und auch studiert hat, nehme ich an, und so einer, sage ich mal, irgendwie kontinentalen Tradition. Ne? Also alles Mögliche, was so, weiß nicht, Heidegger zum Beispiel, ne, wäre so ein paradigmatischer Kontinentalphilosoph und dann viele so im französischen Sprachbereich eben entsprechend auch. Ich habe nicht viel Nettes zu sagen über die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten. Dass man das auch Philosophie nennt, ist, sage ich mal, eine Frage von Beliebigkeiten und historischen Kontingenzen. Also es hat sich einfach so entwickelt, dass man das irgendwie in den gleichen Departments und oder Fakultäten also irgendwie zusammenhält. Es wird sehr wenig kritisiert, was da gemacht wird. Ich halte viel von dem, was da gemacht wird, für Unsinn. Alleine deswegen, weil nicht mal richtig klar und verständlich ist für jemanden, der einen analytischen Geist hat, was da überhaupt gefragt wird und wie gearbeitet wird. Und es gibt allerdings innerhalb der Philosophie so eine Art, man könnte sagen, Burgfrieden, dass man dieses nicht also entsprechend kritisiert. Ne? Also ich würde sagen, wenn man nicht mal einem interessierten Laien, der auch vielleicht irgendwie studiert hat, nur ein anderes Fach erklären kann, was man für eine Frage da bespricht und warum das wichtig sein soll, dann vielleicht soll es diesen Forschungsbereich gar nicht geben. Ja? Das gilt aber eben entsprechend nicht für das, was Juan studiert hat, nämlich analytische Philosophie. Da geht es immer darum, dass man eine sehr, sehr klare Fragestellung in den Blick nimmt. Es wird also sehr stark wissenschaftsaffin gearbeitet, mit den Methoden der Logik, der Wahrscheinlichkeitstheorie, generell der wissenschaftlichen Methodik auch gearbeitet. Es werden sehr stark wissenschaftliche Erkenntnisse mit einbezogen. Und man priorisiert eben auch, also mehr oder weniger notgedrungen eigentlich, zumindest in der angewandten Ethik ohnehin nach Impact. Ne? Also es gibt einfach bestimmte praktische Probleme, die auftreten. Beispielsweise ein ganz neues Thema, das sich jetzt aus der Diskussion um den Klimawandel ergeben hat, ist, was sind eigentlich unsere moralischen Verpflichtungen als Individuen im Blick auf den Klimawandel? Müssen wir also jetzt unser Leben ändern oder nicht? Wie organisiert man das? Kann man sich aus der Schuld, die man trägt, auch entsprechend freikaufen durch CO2-Offsets und so weiter und so fort. Ne? Also wie sieht es genau aus, damit man einfach als Einzelne eine entsprechende Orientierung gewinnt, die man tatsächlich braucht, wenn man ein moralisch integres Leben führen möchte. Ne? Also sowas passiert schon ohnehin, aber es wird eigentlich mehr oder weniger beliebig gefördert, woran gearbeitet wird. Und das könnte man einfach korrigieren dadurch, dass man überhaupt die Kolleginnen und Kollegen in diesem entsprechenden Bereich erklären lässt, was denn eigentlich die praktische Anwendung und der praktische Nutzen sein soll. Ja, also wenn es gar keine Handlungsimplikationen gibt, die da irgendwie entsprechend rauskommen, das ist natürlich in vielen Bereichen inhärent ein bisschen schwieriger. Aber wenn es jetzt irgendwie eine ethische Frage betrifft und man kann sowas nicht erklären, dann würde ich einfach sagen, dann sollte sich das Projekt entsprechend hinten anstellen. Es gibt ohnehin relativ wenig Mittel. Wahrscheinlich soll sie insgesamt ein bisschen mehr gefördert werden, aber man könnte zumindest, wenn man irgendwo also den Rotstift ansetzen soll, also bei denen ansetzen, die nicht mal erklären können, was sie eigentlich beforschen, warum das wichtig sein sollte. Ja. Also das wäre vielleicht eine sehr, sehr allgemeine Antwort. Was die Details angeht, könnte man sich jetzt natürlich auch noch ein bisschen genauer
darauf kaprizieren, welche Themen im Bereich der angewandten Ethik beforscht werden sollen. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass man eine Zweiteilung macht, zumindest zwischen, sage ich mal, also Forschung, die sich mit absoluten Katastrophenszenarien auseinandersetzt, die aber auch irgendwie plausibel sind, ne? Also wie beispielsweise Klimawandel, beispielsweise Pandemien. Es gibt ja auch noch ein ganz hohes Risiko, das ausgeht von, sag ich mal, nicht natürlichen Pandemien, wobei man weiß ja gar nicht, ob die Covid-Pandemie eine natürliche Pandemie war. Könnte ja auch aus dem Labor gekommen sein. Und es gibt noch sehr viel mehr, also Schreckenspotenzial, das da auf uns lauert. Also die gesamte synthetische Biologie, die eigentlich jetzt im Moment so erforscht wird, also und weitgehend unreguliert ist, beziehungsweise Regulierungen beziehen sich eigentlich nur darauf, dass man versucht, menschliche Fehler auszuschließen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand mit einem, sag ich mal, terroristischen Potenzial und einer bösartigen Motivation die komplette Welt zugrunde richtet, ne? Indem man einfach halt irgendwie sowas Ansteckendes wie die Delta-Variante produziert, aber vom Ausmaß der Erkrankung eher sowas wie Ebola. Ne? Also da haben wir fliegendes Ebola. Und das wäre ohne weiteres möglich und mit den entsprechenden technischen Fortschritten in der Zukunft natürlich auch möglich, das quasi aus einem Drucker rauszulassen. Und ja, das sind alles Fragen, mit denen wir uns natürlich befassen müssen. Und ich glaube, die müssten ganz, ganz oben auf die Agenda. Es gibt dann halt irgendwie so Nebenkriegsschauplätze in der Metaethik oder irgendwie sowas, die man halt irgendwie dann geringer priorisieren könnte. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch ganz viele andere mit reinnehmen. Deswegen müssen wir nicht so lange antworten. Ich kürzer vielleicht. Also zum Beispiel sehe ich auch Ruth bei uns. Und wir können natürlich auch ins Englische wechseln, wenn das für Ruth besser wäre. Und wenn du was sagen möchtest, nee, ich spreche gern Deutsch. Aber und ich habe auch tatsächlich eine Frage an Nikhil, wenn ich darf. Ja, genau, einfach. Hallo, Nikhil, ich moderiere die ersten Seminare über Values-Based Leadership. Und ich bin hier in London. Und meine Frage ist aber aus dem anderen Teil meines Lebens. Ich bin im Vorstand von diversen Universitäten hier. Und meine Frage ist, wie kann man als Philosoph oder mit einem philosophischen Hintergrund am besten mit Leuten reden, die Grundprinzipien des philosophischen Dialogs nicht mehr akzeptieren? Also zum Beispiel, dass es Tatsachen gibt, dass Gefühle anders als Evidenz da sind, als Erfahrungen und so weiter und so fort. Wie macht man das? Bevor ich zurückgebe an dich, Nikhil, ich habe gerade gesehen, dass Friedrich, dass du auch genickt hast. Und das sah fast so aus, als wenn du da auch mit reinspringen würdest. Ja, vielleicht als Ergänzung, ja. Ja, ich fand das natürlich sehr spannend, weil die Frage ist ja, was ist sozusagen die Wahrheit? Das war toll, als du gezeigt hast, wie sich auch der ein oder andere Epidemiologe eben ganz zu Anfang geäußert hast. Diese Epidemiologen sind ja sozusagen in der Pandemiephase geradezu zu populären Stars avanciert sozusagen, könnte man sagen, Drosten und Wieler, also so Popstars sozusagen der Pandemie. Und jetzt frage ich mich, welche Rolle spielt denn aus der philosophischen Perspektive ein guter Repräsentant? Weil unsere Politiker sind ja Repräsentanten und die müssen sich ja schon irgendwie äußern. Auch wenn sie nicht das Expertenwissen haben, sich zu äußern, müssen sie sich äußern. Das finde ich total wichtig. Wie macht man das denn vernünftigerweise? Das knüpft vielleicht ein bisschen auch an die Frage der von Ruth an. Ja, absolut. Ja. Jetzt habe ich gerade noch auch Jan nicken sehen und deswegen würde ich gerne auch Jan an dich übergeben. Ja, ich hätte diese Frage genau auch so gestellt. Was ist denn die Rolle von den Politikern? Also nach meiner Vorstellung, da hatte ich auch ein Problem mit dieser zweiten These, dass so nach dem Motto, wer keine Ahnung oder kein Experte ist, der soll sich nicht äußern. Da wäre jetzt meine Frage, wie das genau als Experte zu verstehen. Okay, er soll sich also nicht als Experte äußern, genau. Weil, wie gesagt, nach meinem Verständnis ist die Aufgabe von Politik, dann eben die Experten zu hören und dann darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte vielleicht noch einen ergänzenden Gedanken in die Diskussion mit reinbringen. Bei China sieht man ja sehr, sehr schön in dieser ganzen Pandemie, dass Diktaturen
wenn es um die Lösung von punktuellen Einzelproblemen geht, vielleicht auch gewisse Vorteile haben. Ja? Die können dann eben einfach Millionen von Menschen mal einsperren und haben ja damit offenbar bei der Pandemiebekämpfung Erfolge erzielt. Und was natürlich unter Demokratiegesichtspunkten nicht so schön ist. Und das würde ich irgendwie auch nochmal gerne, da würde mich auch nochmal gerne deine Meinung interessieren. Super. Und jetzt zurück zu dir, Nikhil. Oh, oh, okay. Gut, dass wir das nicht publizieren. Ich fange mal an mit einem vielleicht einfachen Punkt, der mir aber wichtig ist. Ne? Also Friedrich sagte, also wir hätten ja jetzt irgendwie so Star-Epidemiologen wie beispielsweise Drosten und Wieler. Also Herr Wieler ist Veterinärmediziner und Herr Drosten ist ein Arzt. Also Virologe. Ne? Und die Epidemiologen, also das sind so Leute wie, also weiß ich, Mark Lipsitch oder Karl Lauterbach in Deutschland, die machen eigentlich was anderes. Also während Veterinärärzte eigentlich Tierkrankheiten erforschen und beziehungsweise behandeln und Virologen Eigenschaften von Viren studieren, reimt sich sogar, schauen sich Epidemiologen und Epidemiologinnen und Epidemiologen an, wie sich Krankheiten generell in der Bevölkerung ausbreiten. Und das war eigentlich die relevante Kompetenz, die man brauchte, um vorherzusagen, wie sich diese Krise entwickeln wird. Virologinnen und Virologen haben zwar eine Zusatzausbildung in Infektionsepidemiologie, die sind aber keine Experten in diesem Bereich. Und da geht schon los. Also das heißt, wenn ich jetzt komme zu der Frage, wie sollte eigentlich in der Politik, also das Volk repräsentiert werden und wie sollte da entschieden werden und wozu sollte man sich wie äußern? Ich glaube, in der Politik braucht man eine Spezialisierung und eine Kompetenz, nämlich die des Generalisten oder der Generalistin. Das ist extrem wichtig. Man muss einfach ein Verständnis dafür haben, wer wofür zuständig ist und wen ich einen Blick auf welche Frage fragen soll und welche Fragen auch wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Ja? Und wenn ich da also mich in den Fragen vertue, also stelle einfach bestimmte Fragen nicht oder ich stelle zwar die richtigen Fragen, aber ich frage die falschen Leute oder ich stelle zwar die richtigen Fragen, frage die richtigen Leute, aber ich wege zwischen diesen verschiedenen Standpunkten, die dann geäußert werden, falsch ab, dann habe ich halt ein Problem. Und das ist eigentlich die Kompetenz, die in der Politik vorherrschen sollte. Das ist eigentlich genau die Kompetenz, die ich mitbringe. Oder Herr Manino vom Solon Center, weil wir sind eben spezialisiert in, also ja, wissenschaftlichen, also Laientum, ja, also wie man sich als Laie eine Experteneinschätzung aneignet oder eben nicht. Ja. Also wie man sich als Laie versucht, vernünftig eine Meinung zu bilden. Ja. Und das dann wiederum synthetisiert zu einer Entscheidung. Ja. Also das selbst ist ein Bereich, den man mehr oder weniger gut beherrschen kann. Und wenn ich Politikberatung mache, dann geht es eigentlich fast nur primär darum. Ja. Außer natürlich, dass sie irgendwie Rhetorikberatung haben wollen, aber das ist, daran habe ich eigentlich kein großes Interesse. Ne? Also so Argumentations- und Rhetorikberatung. Aber das ist im Grunde genommen das, was man eigentlich machen sollte. Ne? Also ich will jetzt nicht, dass die Politik uns die besseren Virologen im Bundestag anbietet, sondern dafür muss es eine Fachexpertise geben. Aber die Tatsache, dass man diese Expertise einholen muss, bevor man entscheidet, das sollte dann wiederum verankert sein in den einzelnen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Ne? Also das könnte man dazu sagen. Dann die Frage mit den Diktaturen, die kommt als Ende. Die Frage von Ruth zu, was macht man mit Leuten, die nicht glauben, dass es Tatsachen gibt? Ja, das ist wirklich schwierig. Also es gibt immer irgendwas, was man sagen kann, was einen davon immunisiert, eine andere Einschätzung sich anzueignen. Ja, das kann ich immer machen. Also ich kann ja einfach irgendwie eine Verschwörungstheorie vertreten, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie, ja, aber die Wissenschaft ist jetzt ganz eindeutig auf einer bestimmten Seite. Also beispielsweise, wir wissen, die Impfstoffe funktionieren und sind sicher. Ja, ja, aber jetzt vertrete ich eine Verschwörungstheorie mit Blick auf die Wissenschaften. Das wird ja alles von der Pharmaindustrie gefördert. Und deswegen kommen die alle zu diesen Ergebnissen. Das ist nicht, weil das sachlich angemessen ist, sondern weil die Pharmaindustrie halt ihre Finger im Spiel hat. Man könnte mal sagen, naja, aber die Funding Records, die stehen doch da, die sind ja alle öffentlich, das kann man alles einsehen. Ja, das ist natürlich gefälscht alles. Ne? Also man kann immer irgendwie was einwenden, was also für den Einzelnen, die Einzelnen eben hanebüchen sich anhört. Aber man kann im Grunde genommen eigentlich der Person selber, wenn die nicht vernünftig sein möchte, nicht sagen, denke ich.
Allerdings können wir darauf setzen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir eine offene Gesellschaft haben, wo jeder mit jedem spricht und jeder mit jeder, so viel sozialen Druck erzeugen über den drucklosen, also oder den Habermas hat er so ein Diktum, ja. Also man muss den zwanglosen Zwang des besseren Argumentes wirken lassen. Ja? Also die Leute sollen durch Argumente zwanglos so in die Ecke gedrängt werden, dass sie sich irgendwann fragen, ist es eigentlich, ist es vernünftig, was ich da sage? Ja? Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass die Gesellschaft immer stärker gespalten wird. Also es gibt für allen also möglichen Blödsinn irgendeine Online-Gruppe, wo diejenigen Leute sich versammeln, die halt genau meine Einschätzung haben und denken halt irgendwie, Impfen führt zu Autismus und hinter aller, weiß nicht, Verschwörungen in der Politik stecken irgendwelche Reptiloiden und so weiter. Ne? Und das Problem ist eben, dass wir diese Technologie jetzt haben, die wirkt. Und wir haben eigentlich die Bedingungen, nach denen wir, also die regulieren wollen, noch gar nicht geschaffen. Also die Technologie kommt immer vorher und dann stellen wir fest, es gibt bestimmte Probleme und dann reden wir darüber, was man hätte eigentlich tun müssen mit diesen Problemen. Also das ist eine schwierige Frage. Also ich kann nicht so viel mehr Weiterführendes sagen, weil es wirklich, also da müsste man ein ganzes Oberseminar dazu beauftragen, glaube ich. Und man liegt an der Schnittstelle zwischen sehr vielen verschiedenen Aspekten. Ja? Also die erkenntnistheoretische Frage ist eine, die Frage nach also der Funktionsweise von Wissenschaft, wie das politisch reguliert werden sollte, wie auch die Psychologie der Menschen funktioniert und so weiter. Und alle diese Aspekte mischen sich miteinander und man müsste wirklich den Fragestellungen sehr, sehr genau auf den Grund gehen und sich klar darüber sein, was man auch gerne wissen möchte und dann sehr spezifisch darauf eingehen. Und das ist dann auch nur ein Teilaspekt von also dem ganzen Potpourri von Fragen, die man hier stellen könnte. Okay, dritter Punkt mit den Diktaturen. Ja, also die Demokratie, also liberaler westlicher Prägung, hat gewissermaßen die Hausaufgabe bekommen, zu erklären, wie sie mit solchen Krisen künftig umgehen möchte. Es könnte empirisch sich herausstellen, dass Diktaturen einfach besser mit pandemischen Krisen und auch Krisen anderer Art umgehen können. Das liegt sogar eigentlich sehr nahe. Ne? Wenn man sich anschaut, was in China passiert ist, in dem Moment, wo die wussten oder wo die, also es gab ja ein politisches Fehlverhalten, man hat es ja eigentlich erstmal alles unter den Teppich gekehrt, aber in dem Moment, wo das dann die Ebene gewechselt hat, ne? Also wo dann die Zentralregierung eingebunden wurde, nicht nur die Lokalregierung, hat sich das komplett gewandelt. Und dann hat man einfach gesagt, wir machen das Ding jetzt komplett platt. Ne? Und dann hat man eben ja, also den Leuten die Haustür zugeschweißt. Man hat die nicht mehr die Wohnung verlassen lassen. Jeder musste natürlich eine Maske tragen und so weiter. Wenn man, also Fehlverhalten wurde drakonisch bestraft und so weiter. Und natürlich führt das dann dazu, dass man so eine Krise besser im Griff hat. Die Frage, die ich hätte, empirischer Art, und dazu gibt es noch nicht also genügend Forschung, ist natürlich, ob wir das auch anders organisieren können. Was man weiß, ist, dass, also aus Studien über andere pandemische Krisen, also wie beispielsweise die spanische Grippe, dass man sowas auch lokal organisieren kann. Allerdings auch mit sehr, sehr unterschiedlichem Grad von Erfolg. Also man weiß, dass diejenigen, die sehr, sehr früh einen Shutdown gemacht haben und oder einen Lockdown in Gemeinden in Amerika sehr viel besser durch die spanische Grippe gekommen sind als andere. Also wo es halt wirklich dann in Größenordnung mehr Tote gab. Und das hat uns auch dazu bewogen, zu sagen, man muss halt eben versuchen, dann die Bevölkerung so schnell aufzuklären und alle irgendwie in ein Boot zu bekommen, dass das funktioniert. Das hat leider bei uns nicht funktioniert. Ich würde hoffen, dass es daran lag, dass wir nur die Strukturen nicht hatten. Ja? Also es gibt ja einen Forschungsbereich auch innerhalb der Philosophie, den nennt man soziale Erkenntnistheorie. Ja? Und der würde erforschen, was sind eigentlich die Bedingungen, die darauf also hinwirken, dass schnell Informationen geteilt werden, die dann auch zu positiven Entscheidungen führen. Ja? Und das müsste man ausbauen. Und meine Hoffnung, wie gesagt, das ist eine offene empirische Frage, wäre, dass das genauso gut funktioniert wie in der Diktatur. Und sonst müssen wir eben uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es in Diktaturen besser funktioniert. Ja, ich glaube, das ist ein großes noch Diskussionsfeld, weil wenn man Gesundheit auch als globales öffentliches Gut definiert und sagt, dass es auch dafür internationale Zusammenarbeit geben muss, dann ist vielleicht nochmal die Frage anders zu beantworten, ob das in Diktaturen besser funktioniert als in Demokratien. Aber ich wollte
Ich wollte wirklich auch ganz gerne nochmal Kai und Sandra mit in die Diskussion holen, die beide etwas in der Chatfunktion auch geschrieben hatten, bevor ich an Friedrich nochmal übergebe. Sandra, möchtest du reinspringen? Hallo, das kann ich gerne machen. Ja, ich weiß nicht, ob es mir entgangen ist, einfach nur beim Zuhören, aber ich konnte jetzt noch keine Definition, die ich als Definition erkennen konnte, irgendwie rausnehmen aus dem Gesagten bisher. Ansonsten würde ich mich, hallo Jan, auch anschließen, dass sich leicht sagen lässt, wer was davon versteht, spreche, die anderen mögen bitte schweigen. Ich glaube nicht, dass uns das im Augenblick hilft, im Gegenteil. Definition wovon? Halt. Also mein Beitrag im Chat war, ja. Ob es schon eine Definition von Impact gibt. Das war aufgreifend auch die Frage von Juan, glaube ich, der auch versuchte, das nochmal so zu formulieren und der auch die Frage nach Impact in der ersten Runde gestellt hatte. Okay. Also vielleicht kannst du dazu nochmal deine Gedanken darstellen. Ja, es gibt natürlich... Stopp. Wir müssen noch die ein, zwei noch anderen mit dazu nehmen. sonst kommt nicht mehr jeder dran, der wollte. Und jetzt frage ich, Kai, möchtest du auch noch mal? Du hast ein Headset-Problem, okay, alles klar. Dann würde ich noch mal an Friedrich übergeben. Das China-Beispiel. Als Politologe würde ich sagen, China hat sozusagen eine hohe Output-Legitimität sozusagen des Politikergebnisses erzielt. Aber in unserem Verständnis, sage ich mal, muss Politik legitim sein, nicht nur bezogen auf die Output-Variante, sondern auch auf die Verfahrensvariante und auf die Legitimation, die man sozusagen demokratisch erschließt. Deswegen... Ich vergleiche mal China mit der Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist natürlich in the first range alles ganz fürchterlich gewesen. Dieses Hin und Her im Föderalismus, was soll das, was ist das und so weiter, was kommt jetzt schon wieder, völlige Verwirrung. Aber ist das in Wirklichkeit faktisch nicht Ausdruck einer irgendwie erwachsenen Gesellschaft, dass man sozusagen ertragen muss, dass da eine Diskussion stattfindet? Wo einer mal sagt, na, vielleicht machen wir doch mal auf, wie zum Beispiel Armin Laschet mir in der ganzen Diskussion da durchaus positiv aufgefallen ist, von meiner Haltung her sozusagen, das kann man alles diskutieren. Aber er hat gesagt, es gibt Grundwerte, da müssen wir drauf achten. Und andere haben gesagt, nein, das geht nicht. Und andere haben gesagt, die Schulen. Es hat ja genau auch ein bisschen das stattgefunden, dass man das nicht abschiebt, sozusagen nach dem Motto Expertokratie. Es war eine Diskussion, sie ist zuweilen schwer erträglich, wie viele Diskussionen, aber das ist eben Bestandteil einer, sage ich mal, reifen, erwachsenen Gesellschaft irgendwie. Von daher möchte ich eine Lanze brechen, eigentlich sogar für den deutschen Föderalismus an dieser Stelle. Und dann noch, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, Claire, wolltest du auch noch reinspringen? Nein, Inge, wolltest du noch mal? Auch nicht, okay. Aber Jan wollte noch ein letztes Mal und dann geht es wieder zurück an dich, Niki. Ja, nur ganz kurz und ganz provokant. Es gibt ja auch im Grundgesetz bei uns zwar keinen Ausnahmezustand, aber Notstandsgesetze. Und man könnte ja auch darüber nachdenken, ob man, falls man zu dem Ergebnis kommt, dass eben Diktaturen mit bestimmten Situationen besser umgehen können, ob man dann eben vorübergehende Diktaturen ermöglicht. Wie gesagt, gezielt provokant, aber würde mich die Meinung des Philosophen sehr interessieren. Okay. Und dann will ich doch auch noch eine Frage reinschießen, und zwar die Frage des Risikomanagements. Und ich erinnere mich an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008, 2009. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie bestimmte Entscheidungsträger Abwägungen machen mussten, ob sie sagen, das ist jetzt richtig übel. Wir stehen mit unserem Finanzsystem global am Rande des Abgrunds. Und wenn wir jetzt nicht sofort was tun, ne, dann sind eure Bankkonten alle weg und wir haben Rieseninflation und letztendlich sind alle Vermögen letztendlich weg. Und alle würden dann zur Bank rennen und versuchen, das abzuheben, was letztendlich noch da ist. Oder eben für Vertrauen zu sorgen, das kriegen wir schon hin. Wir machen jetzt Fiskalpolitik, Rettungspakete und das wird schon wieder. Und ich wollte dich nochmal fragen, wo die Abwägung bei der Risikokommunikation ist zwischen
zwischen Ehrlichkeit, wir stehen am Rand des Abgrunds und des Verhinderns, dass es eben Panik gibt und ein Run auf die Bankkonten und dann im Endeffekt durch einen Prisoner-Dilemma-Situation letztendlich da genau das eintritt, was man eigentlich verhindern möchte. So, nochmal ein ganz schöner Strauß an Fragen für die letzte Runde für dich. Okay. Viele schwierige Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Die Definition von Impact ist selbst eine Forschungsfrage natürlich, ne? Also es gibt eine ziemlich einfache Definition davon, was Impact ist. Also man könnte das einfach utilitaristisch auffassen aus der Wohlfahrtsökonomik und sagen, das sind eben Quality-adjusted life years, ne? Also qualitätsadjustierte Lebensjahre. Ne? Das heißt also, wenn jetzt irgendwie, was nicht, ein bestimmter Themenbereich, da stehen so und so viele zigtausend Lebensjahre auf dem Bereich und dem anderen irgendwie x Millionen, dann geht der einfach vor. Ne? Das könnte man natürlich dann also einer philosophischen Prüfung unterziehen und dann irgendwo sagen, also okay, aber die darf man ja nicht irgendwie einfach miteinander verrechnen und so weiter. Ne? Da kommt man unter Umständen zu anderen Ergebnissen, aber dass das zählt, das sollte eigentlich außer Frage stehen. Also zumindest ist es ein, wie man sagt in der Philosophie, pro tanto Grund, also die Tatsache, dass beispielsweise viele Lebensjahre durch irgendeine Technologie, über die man dann philosophisch nachdenken könnte oder die Ethik klären könnte, gerettet werden könnten. Das spricht sehr stark dafür, dass man sich damit befasst und nicht mit irgendeinem, sage ich mal, irgendwie esoterischen Problemfall, der nicht in der gleichen Weise praktisch wirkt. Ne? Ein Beispiel, das ich vielleicht geben kann in dem Zusammenhang, ist Adriano und ich, wir haben uns dafür eingesetzt, dass es in Deutschland auch und überhaupt generell in der Welt Human Challenge Trials gibt. Ich weiß nicht, ob das hier in der Runde bekannt ist. Also das wäre eine Alternative zur gängigen Praxis der Impfstoffforschung, beziehungsweise generell der pharmazeutischen Forschung, wo man mit Freiwilligen arbeitet, die sich bewusst und willentlich mit einem Pathogen infizieren lassen. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie an, also uns wurde auch vorgeworfen, irgendwie, ja, Nazimedizin und so weiter, deswegen wurde auch bisher haben die zumindest die Leitmedien da irgendwie ihre Finger davon gelassen. Es gibt aber jetzt schon Aufsätze, die in die Richtung gehen. Also wir haben das eigentlich im letzten Jahr schon vorgeschlagen und gesagt, man hätte die gesamte Pandemie stoppen können, weil wir hatten einen Impfstoff im Januar 2020 und man hätte ihn produzieren können in nennenswerten Chargen und dort, wo Ausbrüche eben waren, auch verimpfen können. Und man hätte die Pandemie deutlich besser kontrollieren können und man hätte 4 Millionen Tote verhindert. Und wahrscheinlich wären bei der Erforschung des Impfstoffes auf diese Art und Weise, wäre niemand gestorben. Und wenn, dann wären das eben Leute gewesen, die unter besten medizinischen Bedingungen irgendwie entsprechend behandelt worden wären und die das freiwillig gemacht hätten. Ne? Und jedem steht es beispielsweise frei, für also einen lieben Angehörigen oder sowas eine Niere zu spenden. Das ist von der Art und Weise des Eingriffs ein relativ vergleichbarer Fall. Also über diese Fragen hätten wir gerne gesprochen und der Impact davon wäre massiv gewesen. Also wenn herauskäme, wir beschränken eigentlich unsere Forschung mit ethischen Restriktionen, die aber sachlich nicht angemessen sind, dann wäre das ein ziemlicher Hammer und wir sollten darüber nachdenken. Also das wäre irgendwie mein Verständnis von einem ganz klaren Fall, wo der Impact sehr, sehr hoch wäre, aber sowas wird eben, wie ich ja schon kritisiert habe, nicht entsprechend gemacht. Ne? Also die Frage ist, also der Definition ist immer noch offen, das wäre eine offene Forschungsfrage, aber ich finde, es gibt ganz, ganz klare Fälle, an denen man das zumindest illustrieren kann. Dann der Punkt mit der Output-Legitimation versus Verfahrenslegitimation. Also ich würde jetzt hier mal provokant in die Runde werfen, dass ich glaube, dass mit Blick auf den Schutz des einzelnen Gesundheitsrechts vielleicht China auch besser performt hat als Deutschland. Und zwar deswegen, weil was macht denn eigentlich eine liberale Demokratie? Sie muss in erster Linie sicherstellen, dass die Rechte der Einzelnen nicht gefährdet werden. Und wenn wir eine Pandemie haben, dann haben wir einfach wandelnde Biowaffen, die durch die Straßen ziehen, wenn wir die nicht einschränken. Und da können wir nicht lange diskutieren. Der Staat hat einfach die Gesundheit des Einzelnen, der Einzelnen zu schützen. Und das ist in China besser passiert als in Deutschland und also viel, viel besser als in beispielsweise Amerika, ne? Wo man sagt, irgendwie, man darf die Rechte der Einzelnen nicht einschränken. Was aber gemacht wird, ist, die Rechte werden nur
sehr, sehr einseitig zur Kenntnis genommen, nämlich mein Recht zu tun und zu lassen, was ich eben gerne möchte, aber nicht das Recht einer anderen Person, nicht infiziert zu werden durch eine schwere Erkrankung. Ne? Also ich denke, dass wir da also über härtere staatliche Schritte und entsprechende Notstandsgesetze in diesem Bereich auch nachdenken müssen. Ne? Das habe ich jetzt irgendwie die eine Frage mit der anderen verbunden. Also ich denke, dass da könnte man einen Case machen dafür, dass eigentlich das, also der harte Lockdown Wuhan-Style sogar ein Blick auf die Standards einer liberalen Demokratie angemessen gewesen wäre. Ja. Dann, ich würde ungern von einer Expertokratie sprechen, aber was ich anstreben würde, zumindest meiner Hypothese nach, wäre eine Epistemokratie. Also das heißt, wir legen fest, dass es, also bestimmte Wertentscheidungen werden von der Gesellschaft getroffen. Ne? Also beispielsweise, wir wollen jetzt versuchen, das unseren Beitrag zu leisten zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Ja? Wie das dann gemacht wird und was dafür nötig ist, sollen die entsprechenden Fachexpertinnen und Experten festlegen. Ne? Das wäre ein demokratisches, aber auch gleichzeitig epistemokratisches Vorgehen. Also das heißt, diejenigen, die das entsprechende Wissen haben, sagen dann, um die Ziele zu erreichen, die die gesamte Gesellschaft festgelegt hat, sollten wir dieses und jenes jetzt tun. Und das wurde ja schon beschlossen. Also darüber wird dann nicht nochmal demokratisch abgestimmt. Ja. Das wäre eine Alternative zu dem System, das wir haben, das eben sehr, sehr lange Diskussionen nach sich zieht und die häufig vorhersehbar zu komplett irrationalen Ergebnissen führen. Ja. Und Stormings Punkt zu Risikomanagement und Ehrlichkeit. Also es gibt ja einen philosophischen Begriff, der also in die Öffentlichkeit geraten ist durch einen Essay von Harry Frankfurt, der hat den nämlich geprägt. Und das ist der Begriff des Bullshits. Ja? Also Bullshit bedeutet, ich sage nicht das, was ich für wahr halte. Ich sage auch nicht das, was ich für falsch halte, zumindest nicht notwendigerweise, sondern ich sage einfach irgendwas, was meinen nicht wahrheitsorientiert Zielen entspricht. Also man spricht von non-aletischen Zielen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwie weiß, wenn ich den Leuten die Wahrheit sage, dann würden die eben alle in eine Bank laufen und da würde das Banksystem zusammenbrechen, weil die alle ihr Geld gleichzeitig haben wollen. Dafür ist das System nicht ausgelegt. Jetzt ist die moralische Frage, wie viel Bullshit ist in der Politik zulässig? Und da würde ich sagen, ein bisschen was angesichts von dieser Art von Krise muss zulässig sein, weil was wäre die Alternative gewesen? Also die Alternative wäre gewesen, man sagt den Leuten, wenn ihr jetzt in nennenswerter Anzahl in die Banken lauft und euer Geld abhebt, dann ein paar Leute kriegen was, aber für den Rest wird es ziemlich schwierig und die Banken werden pleite gehen und es wird einen riesengroßen Schaden verursachen. Dann hätten immerhin diejenigen Leute am Anfang noch ein Motiv gehabt, dahin zu gehen. Also es wäre ein Anreiz da gewesen, sich sein Geld wieder abzuholen. Zumindest hätten es wahrscheinlich einige angenommen und dann wäre das gesamte System zusammengekracht. Ist kein Prisoner's Dilemma, sondern eigentlich ein Staghand-Spiel. Also es gibt zwei Gleichgewichte und das eine ist besser als das andere. Und indem ich jetzt aus Sicht der Politik in die Runde werfe, pass mal auf, wir sind doch eigentlich in diesem einen Gleichgewicht und das andere können wir jetzt irgendwie komplett vernachlässigen, das Pareto-Suboptimale. Ne? Würde man jetzt also den Leuten es ermöglichen gewissermaßen, dass sie sich alle auf dieses bessere Gleichgewicht koordinieren. Und das ist im Prinzip genau das, was passiert ist. Ne? Also Merkel hat gesagt, die Einlagen sind sicher und keiner ist zur Bank gegangen. Ne? Anders als in beispielsweise Griechenland oder so, ne? wo die Banken kein Geld mehr hatten innerhalb von wenigen Stunden. Ich würde vermuten, dass es also ja angesichts der Schadensausmaße ist ein bisschen Bullshit gerechtfertigt. Aber man muss natürlich sich dann auch überlegen, wird das dann ein zweites Mal unter Umständen auch geglaubt. Und das ist das Problem. Also wenn das einreißt und die Politik einfach nicht mehr wahrhaftig ist, dann kann das natürlich am Ende unter Umständen viel, viel schlimmere Konsequenzen haben, als man in der Situation unter Umständen antizipiert. Ne? Ja. Ja. Vier Antworten. Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt auch leider schon über der Zeit. Das war eine wahnsinnig spannende Debatte und ich finde, wir haben ganz, ganz viele neue Punkte noch aufgeworfen und gerade jetzt bei dem letzten Punkt könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Friedrich auch gerne nochmal reingesprungen wäre, nochmal von Finanzmarktsicht aus. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass wir das analog nochmal auch mit Hamsterkäufen
hätten diskutieren können und eben Krisenkommunikation in dieser Krise. Ich glaube, das war jetzt der Beginn von einer Diskussion, die ich gerne weiterführen möchte. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Nikhil, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Ich habe nochmal wirklich viel mitgenommen von Krisenmanagement, Entscheidungsstrukturen und auch nochmal meine Spieltheorie muss ich mir auch nochmal genauer angucken, habe ich auch gerade wieder gelernt. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Anregungen. Ich kann nur allen nochmal empfehlen, schaut euch nochmal die Bücher an von Nikhil, sind wirklich spannend und gar nicht so lang. Also das kriegt man auch gut schnell gelesen. Ich kann es wirklich empfehlen. Wir setzen unsere Diskussion fort und an alle unsere Alumnis auch die Einladung, meldet euch ruhig bei uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, was wir auch diskutieren sollen, mit wem. Und dann würde ich sagen, ich wünsche allen einen schönen Feierabend und let's continue learning with each other. Vielen, vielen Dank.